99, 99, 100. Hallo, ihr Lieben. Ja, wie ihr gesehen habt, ist der Uwe sehr sportlich dabei. 100 Liegestützen. Das war mal, liebe Freunde, das war mal zu meinen ganz jungen Jahren, wie der Uwe noch richtig, richtig sportlich aktiv war. Ich war als junger Mensch, da war ich 14, 15, da habe ich Judo gemacht und da war das gar kein Problem, da mal eben so schnell 100 Liegestützen zu machen und dann weiter gewisse sportliche Aktivitäten zu tun. Das war normal, 100 Liegestütze. Heute tue ich mich da schon schwer bei 10 oder 15. Also das ist schon für mich eine große Leistung. Klar, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du hier so zu Hause hockst, weit über eine Woche, da ist natürlich, da merkt man das natürlich schon, dass die sportliche Aktivität fehlt. Und für mich ist natürlich auch immer eine sportliche Aktivität unser Tauchen gehen. Denn Tauchen, man sagt, man verbraucht pro Tauchgang ungefähr in einer Stunde 600 Kalorien. Und dann machst du am Tag 2-3 Stück, dann hast du ganz gut Kalorien verbraucht. Und das hält dich schon relativ fit. Gut, auf der anderen Seite bin ich natürlich auch kein Kostverächter, wie das ja viele von euch wissen. Ich liebe es, gut zu essen. Und ich liebe es auch natürlich, meinen Wein zu trinken. Und das ist natürlich jetzt gerade hier in dieser Zeit absolut vorbei. Also ich habe, ganz ehrlich, hier bei mir im Haus, also in meiner Wohnung, keinen Tropfen Alkohol. Also du findest Bottiche mit Wasser, du findest ab und zu mal ein Cola, weil ich brauche dann schon ein bisschen was Süßes, also das muss mein Körper irgendwo schon haben. Aber dass ich da jetzt Bier lagere oder Wein oder was auch immer, das hast du also bei mir noch nie gehabt. Also das gab es nicht. Ja? Und bedingt durch die Ausgangssperren natürlich hier, die wir haben, ab 17 Uhr, ist das natürlich auch relativ gut, dass man nicht weggeht und dass man in dem Falle auch keinen Alkohol trinkt. Also ich bin jetzt hier seit langer Zeit abstinent. Also Wasser und Cola gibt es ab und zu. Und das große Essen gehen mit Pizza und so weiter fällt natürlich auch weg. Und das merkt man schon. Also da sind schon einige Kilos gepurzelt. Und das ist mein Ziel, das sollen also auch noch mehr werden. Gut, ich habe natürlich auch vorgesorgt, denn wir haben ein Problem hier mit unserem Brot. Also der Bäcker backt zwar da so kleine Brötchen oder Weißbrote, die aber im Grunde genommen nach einem Tag so hart wie Stein sind, da kannst du einen mit Tod werfen mit diesem Ding. Ja? Und da bleibt uns dann nichts anderes über, wie dieses Toastbrot zu kaufen. Und es ist jetzt hier keine Produktwerbung, aber du hast hier so ein Toastbrot, das ist wie Gummi. Und das Problem ist natürlich, je länger man braucht, das zu essen, desto labberiger wird das Ganze und fängt dann irgendwann natürlich auch an, hier durch unsere Luftfeuchte, ganz klar, dann irgendwann auch zu schimmeln. So, das ist natürlich ein großes Manko und gerade wenn du alleine bist, haust du dir dann in so ein Paket Toastbrot dann in den Hals. Ja, das ist natürlich auch, das schmeckt natürlich auch nicht unbedingt so toll. So, und da bin ich also schon seit längerer Zeit dabei und hau mir diese speziellen Cracker rein, die wir hier so haben. Ich habe hier so diese normalen, wir würden sagen in Deutschland Knäckebrote. Hier mit Honiggeschmack, das ist der klassische Salzgeschmack. Also das sind so kleine Crackers. Und die sind richtig gut, hey. Und da kannst du so ein bisschen was dazu knabbern. Ein bisschen Käse oder ein bisschen Salami. Und das tut voll den Zweck. Nebenbei, ohne Witz, ich habe also jetzt hier angefangen und so ein bisschen für Anfänger so eine kleine App runtergeladen und mache also da jeden Morgen hier so 20 Minuten so ein bisschen Aerobic. Ich mache also ein paar Kniebeugen, ich mache so den Bergsteiger und was es da so alles für 1000 Dinge gibt, also um mich da schon ein bisschen fit zu halten. Und dann versuche ich auch jeden Tag so, wenn es geht, wenn ich absolut Bock habe, dann auch nochmal eine Runde zu drehen, hier um Bayer Hiva. Also das sind keine 10.000 Schritte, das sind vielleicht, wenn du eine Runde läufst in Bayer Hiva, sind es 3.000 oder 3.500, mehr ist das also auf gar keinen Fall, ja. Aber hier nur dumm rumsitzen oder dich ins Bett legen oder Mittagsschlaf machen,
Das kann ich absolut nicht, ne? Und deswegen habe ich jetzt also angefangen, da ein bisschen was zu tun. Da wird sich meine Mama freuen, ganz klar. Aber gut, jetzt, wenn jetzt nicht, wann dann? Also das ist natürlich die beste Gelegenheit, irgend sowas zu machen. Und das solltet ihr vielleicht zu Hause auch mal tun. Und gut, es bringt ja was, ne? Es bringt ja dann ein bisschen Gewichtsverlust. Und da bin ich dann mal gespannt, wenn ich dann das nächste Mal nach Deutschland komme, wie viel ich dann da wieder abgenommen habe. Und dann geht es bei der Mama wieder gut essen und dann wird das wieder drauf gespachtelt. Also wollen wir es nicht hoffen. Und ja, so sieht es also aus momentan. Also Langeweile, ja, es kommt schon auf, ist ganz klar. Diese ganzen Filme da im Netflix kann man ja auch nicht mehr gucken. Und die ARD und ZDF Mediatheken, die schwelgen vor Wiederholungen, das ist auch nicht unbedingt so schön, ne? Ich habe einige Nachrichten bekommen von euch, was ihr so ein bisschen sehen wollt von mir, was ihr so hören wollt vom Content her, so ein bisschen meine Abenteuer. Ja, das entspricht natürlich meinem Buch, ist ganz klar, meinem Hörbuch. Ja, ich bin dran, jetzt gerade diese Höhlengeschichte zu machen, so ein bisschen zu erzählen über die Höhlenausbildung. Ja, es sind einige Ideen, sind am Laufen und da bin ich dran. So ihr Lieben, das war's wieder mal für heute und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe.